Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir als Linke meinen, der Haushaltsentwurf 2017 fällt bei drei wichtigen Tests durch. Erstens, eine Massenflucht, das glaube ich nicht, aber danke für den Hinweis und vor allen Dingen haben Sie auch ein bisschen auf Disziplin hingewiesen. Dankeschön, Kollege Kahrs. Einen Augenblick mal, Frau Kollegin, Frau Bundeskanzlerin und Herr Kollege Kauder. Das muss so jetzt nicht sein. Und wenn, dann muss es jedenfalls nicht vorne sein. Ja? Okay. Sind Sie aber denn die Zeit anhalten, jetzt weggelaufen ist? Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dankeschön, Kollege Kahrs. Einen Augenblick mal, Frau Kollegin, Frau Bundeskanzlerin und Herr Kollege Kauder. Das muss so jetzt nicht sein. Und wenn, dann muss es jedenfalls nicht vorne sein. Ja? Okay. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass der Haushaltsentwurf 2017 aus der Sicht der Linken drei wichtige Tests nicht besteht. Er besteht erstens den Gerechtigkeitstest nicht, er besteht den Sicherheitstest nicht und er besteht den Zukunftstest nicht. Und das Steuer, die es in unserem Land gibt, ist doch ein Witz. In jedem Jahr werden bis zu 200 Milliarden Euro vererbt, von denen nur ein lächerlicher Betrag versteuert wird. Das muss sich dringend ändern.